Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda, ich bin selbst der Erhard Mott. Ich bin die Bea, hallo. So, wir stellen Ihnen unsere Tauberrad Prose Editions E-Bike-Modelle vor. Da haben wir sie. Erhard, was sind denn die Prose Editions Modelle? Also Edition bedeutet ja die Auswahl, das sind die Auserwählten quasi. Und zwar aus allen Vorteilen, aus allen Modellen, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, haben wir so die besten Komponenten zusammengefügt und bauen die immer wieder in der gleichen Ausführung nach und nach, so wie sie verkauft werden, sodass immer diese Räder in jeder Rahmenhöhe da sind, ab Lager. Okay, du hast gerade die Vorteile erwähnt. Und was sind die Vorteile? Gut, also wer sich schon ein bisschen mit E-Bikes beschäftigt hat, das werde ich hoffentlich schon gemacht haben. Es geht einmal um den Rahmen, ne? Das ist das Skelett von dem E-Bike, dann die Antriebstechnik und dann noch ein bisschen was dazugehört, wie Federung, Lenker und so weiter. Und dort haben wir Material genommen, das besonders nachhaltig ist. Jetzt nachhaltig, das ist so ein mittlerweile abgedroschenes Wort. Wort. Benutzt jeder. Genau, nachhaltig. Also ich habe, nachhaltig hat man früher gesagt, dafür was Gescheites, was lang hält. Gell? Die Qualität aus Deutschland, Erhard. Ja, und zwar unsere Tauberräder werden immer in Deutschland gebaut. Also die kommen nicht aus Fernost irgendwoher, sondern die kommen aus Süddeutschland. Und ja, und dann fangen wir mal damit an. Die Rahmen hier, besonders umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Die Herrenmodelle, das haben wir immer in schwarz-matt machen. Und das Wafe-Modell oder Wave oder wie man auch immer sagt, wo Männer und Frauen mitfahren können oder wollen, haben wir in glänzend weiß. Das sind so die gängigsten Farben bisher gewesen, wie diese E-Bikes gewünscht wurden. Ja, und dann Motor. Die Motoren sind von Brose, das ist ein Berliner Motorenhersteller, ähnlich wie Bosch. Und wir haben auch dort das beste Aggregat ausgesucht, weil das beste ist für uns gerade gut genug. Prose Drive S mit Magnesium, das Magnesiumgehäuse, besonders leicht, kommt aus der Rennsporttechnik und hat 90 Newtonmeter zur Verfügung, Drehmoment. Also das heißt, wir haben ein sehr starkes Aggregat da drin. Gespeist wird es über einen 725 Wattstunden Akku, der hier integriert ist schön. Und damit erzielt man Reichweiten etwa um die 100 Kilometer. Ja. Die Reichweite, kann ich die auch nochmal erhöhen, Erhard? Oder reicht mir die Kapazität voll und ganz aus? Also ich mache selber viel E-Bike-Touren, wirklich viel. Und ich würde mal sagen, wenn man 70, 80 Kilometer am Tag zurückgelegt hat, reicht es meistens. Da tut einem der Hintere ein bisschen weh. Und wenn man nach 4, 4,5 Stunden, dann sagt man einfach, ich habe jetzt genug. Dann ist aber der Akku noch lange nicht leer. Sollte man aber eine riesig große Strecke vorhaben, hat man das Ladegerät dabei und lädt dann halt unterwegs noch. Ja, dann haben wir uns überlegt, welche Schaltung bauen wir ein und haben uns dann entschieden für eine 11-Gang Shimano NX Kettenschaltung. Die ist besonders robust, zuverlässig, hat ein sehr schönes, weiches Schaltverhalten. Und Sie kennen das vielleicht aus von Freunden oder Selbsterfahrungen. An E-Bikes werden gerne die Ketten nach 2.000 oder 3.000 Kilometern ausgetauscht von den Händlern. Wir machen das nicht, wir lassen die laufen bei uns etwa 10.000 Kilometer, die Kette. Und dann wird praktisch Ritzel mit Kette dann nach 10.000 Kilometer gewechselt. Das ist wesentlich günstiger. Jetzt zeige ich Ihnen auch, mit welchem Schmiermittel Sie das behandeln können, sodass dann die Kette auch immer super leicht läuft und so lange hält. Und das ist besonders kostengünstig. Okay. Was für eine Beleuchtung? Kann ich abends mit dem Rad auch fahren oder ist dann die Beleuchtung zu gering? Ja, wir haben hier so etwa 60 Lux, die da rauskommen. Also die Erfahrung, wenn ich nachts zum Beispiel fahre unter sternenklarem Himmel oder im Winter, wenn es trübe ist, reicht vollkommen aus. Wenn man noch mehr Lux wollte, dann ist man sehr schnell unterwegs und dann müsste man eventuell hergehen und sagen, gut, dann nehme ich kein Editionsmodell, was besonders günstig preiswert und sofort zu haben ist, sondern mache das Ganze dann bei uns als Customade, also individuelles E-Bike, was wir natürlich drauf auch spezialisiert sind.
was für Möglichkeiten habe ich zwecks noch nachträglicher Verbesserung? Kann ich noch einen anderen Vorbau einbauen? Habe ich die Möglichkeit von einer Sattelfederung erhalten? Ja, also das Grundkonzept ist ja klasse. Also ich erwähne es nochmal ganz kurz, wir haben 28 Zoll oder 29 Zoll Bereifung. Pannensicher mit super Laufeigenschaften, die beste Pannensicherheit überhaupt, die es gibt bei einem Reifen. Auch da ist unser Wunsch, dass wir, wenn unsere Kunden das E-Bike fahren, dass sie so wenig wie möglich Probleme haben. Also solche Dinge bleiben immer, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel anders sitzen möchten, wir haben zum Beispiel an dem Wave-Modell haben wir den Lenker nach hinten gezogen, an dem Diamant-Herrenrahmen mehr gerade, weil Männer eben ein bisschen breitere Schultern haben vielleicht, in sportlicher Form. Egal, wir können auch die Lenker umbauen, von da nach da, andere Lenker vorbauen, nach vorne und hinten, oder wir können auch andere Sattelstütze verwenden. Das sind dann Optionen, die wir hier noch in der Werkstatt bei uns schnell ausführen können. Schön. Sattelfederung, sage ich schon. Federgabel habe ich auch, damit fahre ich dann komfortabler oder... Ja, das ist sogar eine recht gute Federgabel von Santur. Das kennt man in der Branche. Die hat eine Stahlfeder drin, also man hat da keinerlei Verschleiß oder keine Wartungsarbeiten. Hier an dem Rädler kann man sie leichter und fester machen. Meistens stellt man die einmal ein im Leben und dann fährt man da damit. Die Bremsen übrigens, wir verwenden Shimano MT200 Bremsen. Die haben sehr gute Dosiereigenschaften, kurze Bremswege. Man sieht auch, das ist ein Dreifinger-Bremshebel, wo auch Frauen, die etwas schwächere Hände haben wie Männer, das ist so, das ist biologisch, hat sich das so entwickelt. Ja, die sind steige Hände da. Ja, sie musste immer als Kind, musste immer im Weinberg arbeiten. Ja, und können also auch Frauen sehr gut und kraftvoll dann ziehen, die Bremsanlage. So, also alles in allem. Bea, möchtest du mal fahren mit? Du bist ja noch nicht gefahren, gell? Nein, und um ehrlich zu sein, jetzt habe ich so viel gehört. Jetzt würde ich auch gerne mal. Ich erkläre dir vielleicht noch mal ganz kurz, auf was du zu achten hast jetzt bei der Probefahrt. Also wir haben ja diesen sehr starken Motor. Und anmachen tut man den hier, ne? Da neben, zack. Und dann schaltest du mit dem Wippschalter hier mit dem Daumen, ja, in die vier unterschiedliche Unterstützungsstufen. Mhm. Die stärkste Unterstützungsstufe wird relativ selten gebraucht. Ist dann interessant, wenn Sie zum Beispiel mit Anhänger unterwegs sind oder besonders schwer sind oder ganz steile Berge hochfahren. Ja, aber ansonsten ist es verständlich und ganz einfach. Ja. Dann dusche auch bitte die Bremsen testen. Probier einfach mal, wie schön sie dosierbar sind, auch aus hoher Geschwindigkeit. Und die Schaltung, die wird hier nur mit dem Daumen bedient. Mhm. Also von da, das ist ein Klickschalter. Und dann achte ich mal drauf, wie schön und sauber die schaltet. Es gibt andere Schaltungen heute, Kettenschaltungen, die deutlich mehr Lärm machen beim Schaltvorgang. Ja. So, okay. Also dann, viel Spaß. Danke. Ich komme mit und dann interviewe ich dich unterwegs. Okay, Sicherheit geht vor, ein Helm? Natürlich. Hallo Bea, wir haben dich jetzt mit dem Tandem verfolgt, der Markus mit der Kamera, gell? Und wie ist es dein Eindruck, wo du zum Beispiel hier diesen steilen Berg hochgefahren bist? Ich konnte ganz einfach den Berg hochfahren. Ich hatte eine schöne Zugkraft. Ich habe halt den Motor zugeschaltet auf den Turbo-Modus und die Schaltung rechter Hand, also die Kettenschaltung, auf den niedrigsten Gang. Dann bin ich ohne Mühe hier hochgekommen. Total leicht, gell? Ja. Also das ist einmal die gute Kettenschaltung, die wir haben, und dann zum anderen die 90 Newtonmeter Drehmoment, die merkt man. Von der Geräuschentwicklung, denn unter Last sind die Motoren ja relativ laut normalerweise. Ja, eigentlich schon. Aber hatte ich bei dem jetzt gar nicht den Eindruck, es war leise. Ich habe immer noch die Natur wahrgenommen,
Ich habe die Grillen zirpen gehört und habe mich echt wohl gefühlt. Also die Leisigkeit, oder wie sagt man denn da? Die Geräuschentwicklung? Ja, genau. Ist so minimal bei diesem Zahnriemenantrieb. Auf der Ebene hört man gar nichts. Ne? Ja. Und unter Last ist eigentlich der Induktionsstrom, ja, den man da noch hört. Mhm. Aber das ist so ein leises Säuseln, ne? Das ist toll. Die Fahreigenschaften sind relativ stabil, ne? Ja. Oder sehr stabil sogar. Ja. Also ich mache das auch. Man kann auch die Hände vom Lenker wegnehmen und man merkt, das kommt sofort in die Geradeaus-Spur wieder rein. Ja. Bea, ich habe gesehen, die Sitzposition bei dir war sehr aufrecht gewesen. Also eigentlich ist die Rahmenhöhe 48, wie an dem Testrad jetzt bei uns, ist zu klein. Ne? Ja. Da hätte ich 52 gebraucht. Und du sagst sehr aufrecht. Wie war das für dich, die Sitzposition? Also trotzdem, dass ich recht aufrecht saß und auch der Lenker so ein bisschen gebogener ist als bei den Trekkingrädern, die ich so gewohnt bin, hatte ich das Gefühl, ich habe eine gute Sitzhaltung und ich hatte das Rad immer noch unter Kontrolle. Und für den Rücken war es wahnsinnig angenehm. Jo. Also wer es nicht ganz so komfortabel möchte, dem machen wir gern auch eine andere Lenkerform ran, damit er nicht ganz so aufrecht sitzt. Oder ein anderer Lenkervorbau oder wir arbeiten mit einer anderen Sattelstütze. Wie war eigentlich die Sattelstütze von der Federung? Von der Federung, sie war vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig muss ich sagen, ich persönlich favorisiere die progressive Federung von Beischulz oder Santur. Genau, mit Parallelogrammfunktion. Genau. Können wir auf Optionen können wir das auch anbieten. Ja. Und jetzt machen wir noch einen Bremsentest. Erst du, dann ich. Ja. Ich bin da etwas unvorsichtiger. Und dann gucken wir mal, wie schnell du auch unser Tauberrad zum Halten bringst, oder ich. Gell? Gerne. Also dann geht's los. Hoho! So, wie war das, deines Verhalten? Also ich habe es gerade eben ausprobiert, Entschuldigung. Ja, du warst nicht so zaghaft wie ich. Nee, also ich habe gemerkt, das Hinterrad hat sich wirklich nicht hochgehoben bei mir, obwohl ich relativ stark zugegriffen habe. Ich könnte im nächsten Mal das noch mehr machen. Und der Bremsweg war sehr kurz. Und wie hast du es empfunden? Ich war ja ein bisschen vorsichtiger als du. Ja. hatte aber den Eindruck, dass ich wirklich eine starke Bremswirkung hatte. Ich persönlich bin halt so ein bisschen ängstlich in der Beziehung und kann nicht voll in die Eisen gehen, sondern habe das dann zweimal intervallmäßig gemacht, bin aber trotzdem mit einem recht kurzen Bremsweg zum Stehen gekommen. Also das heißt, diese Shimano-Bremsen sind wunderschön dosierbar. Absolut, ja. Und was auch wieder unser Nachhaltigkeitskonzept anbelangt, es kann jeder die Bremsbeläge selbst austauschen, sodass man im Grunde genommen die Inspektionsintervalle also deutlich ausweiten kann. Also man möchte auch unsere E-Bikes nicht jährlich bei uns in der Werkstatt haben, weil das macht ja keinen Sinn, wenn jemand nur 500 Kilometer fährt, sondern alle 2000 Kilometer. Und wer selbst die Bremsbeläge wechseln kann, der konnte es auch etwas länger fahren. Genau. Ja, dann fahren wir wieder zurück. Ja. Ich gucke dir noch einmal nach und dann würde ich sagen, bis nachher in die Firma. Bis später.